Alle Dampferfreunde, ja, ihr seht selbst, heute ist wieder schon probiert dran. Und zwar geht es heute, wie ihr schon sehen könnt, natürlich um die Edzugawatte in Waldmeister. Kommen wir mal kurz zu der Firma. Also der Edzugawaffel wird von Edzugawatte wird von der Firma Fofan hergestellt und die sind in Bergisch Gladbach, hatten aber auch vorher schon ein Geschäft oder eine Firma in Köln und die wurden haben sich 2019 gegründet. Die sind gleichzeitig Großhändler, aber auch eine Manufaktur für Liquids und darunter ist zum Beispiel bekannt die 5 Elements, Donation und Crazy Labs. Ja, also das sind so mit unter anderem die vertreiben. Ja, und ich habe jetzt, wie gesagt, hier das Edzugawatte und die habe ich schon angemischt. Schon längere Zeit. Die Reifezeit ist 2 bis 3 Tage. Ja, und ich habe rausgelesen, dass durch diese Edzugawatte natürlich 5 Sorten gibt. Und ich habe natürlich gesagt, so Jungs, gib mir mal diese Sorte hier von Zuckerwatte, weil Waldmeister ja ein sehr schwieriger Geschmacksmöglichkeit ist. Und habe ich gedacht, ich möchte jetzt gerne mal einfach wieder so wie in der Kirmes sein. Ne? Die Kirmes ist natürlich, wenn man so reinkommt, die Zuckerwattengeschmack, also Geruch und so, ne? Das ist ja bekanntlich, dass man immer dort auch eine Zuckerwatte geriechet oder so. Ja, und da habe ich mir gedacht, du kennst ja sonst immer nur Himbeere oder Erdbeere, was die da nehmen. Nein, das nimmst du mal Waldmeister. Also den Jungs hat gesagt, ich soll ihn nicht mehr geben und ich habe das genommen. Ja, also, das ist jetzt Zuckerwatte. Nur, jetzt habe ich noch gelesen gleichzeitig, dass da noch eine kleine würzige Anis drin sein soll. Also in Zuckerwatte Anis. Das ist aber sehr selten. Also es gibt natürlich Kreationen, wo man sagt, das schmeckt trotzdem gut, wenn das natürlich da drin ist. Da haben wir jetzt mal schauen. Machen wir jetzt erstmal natürlich wie immer einen Riechtest. Ja, also ich rieche tatsächlich hier Waldmeister raus. Mit einer kleinen Note. Wenn man jetzt wirklich an Anis denkt, auch an Anis. Aber ansonsten Waldmeister. Jetzt kommt natürlich der Lecktest. Oh, nö. Also, sehr süß auf jeden Fall. Aber ich schmecke nicht die Waldmeister daraus, sondern voll den Anis. Also, naja, also, na, man hat das Gefühl, der Anis ist viel zu kräftig. Also, das glaube ich schon. Also, wenn dann jetzt schon beim Schmecken nicht so rauskommt und ich schmecke noch nicht mal die Waldmeister, sondern direkt die Anis. Ich teste jetzt mal, wie gesagt, mit meinem Profile, mit der R80 von Wismec. Ich habe einfach mal den Tipp drauf gemacht hier. Ne? Da gibt es ja diesen Adapter, der da drauf macht. Warum eigentlich nicht? Und ich werde jetzt öfters diesen Profile nehmen. Den werde ich immer wieder gesagt neu wickeln. Und damit auch wirklich keine Geschmäcker sich vertun, werde ich den immer wieder neu wickeln. Und vor jedem Dampfen. Da, weil er ja immer am besten den Geschmack rüberbringt. Ne? Also der ist ja richtig gut dafür. Ja, dann werden wir mal gucken. Also, denkt daran, ich sage jetzt meine Meinung, meine richtige Meinung. Also, Zuckerwatte, Waldmeister, ist es nicht. Also, ich schmecke die Waldmeister nicht daraus. Und Zuckerwatte schon gar nicht. Also, hier kommt der Anis-Vulkan zum Vorschein. Voll der Anis.
Ja, als würde man, ihr kennt das vielleicht, man weiß ja einerseits durch die Chemie und Physik und so und auch Geschichte, dass Anis den gleichen Geschmack hat wie Lakritz. Aber Lakritz ist ja, wie gesagt, von einer Wurzel und das ist ja eigentlich speziell nur für Lakritz dann, aber Anis kommt dem Lakritz natürlich sehr nah, sehr, sehr nah. Ne? Also das hat diesen typischen Lakritz-Geschmack. Und da ich weder noch ein Lakritz-Schmecker bin, Esser bin, merke ich natürlich jetzt sofort, was Lakritz ist oder nicht. Also definitiv ist hier nicht der Waldmeister zu schmecken. Also nein. Also tut mir leid, Jungs. Also oder was sie sich da gefummelt haben. Also entweder haben sie die, hat einer tatsächlich in den Zeitraum die Rezeptur verändert. Also das kann ja mal passieren. Dass hier gewisse Sachen verändert wird, aber ich denke mal, da haben die tatsächlich jemand anscheinend wohl vielleicht einen Scherz erlaubt, aber das hier ist keine Zuckerwatte. Also definitiv nicht. In Zuckerwatte gehört auch kein Anis rein. Also wenn ich Zuckerwatte mache, ich könnte das selber machen. Ich habe ja Aromen da oben genug da. Also ich habe Aroma für Candy und ich habe Aroma Waldmeister. Und wenn ich die in gewissen Formereien zusammenmische, dann habe ich besseren Geschmack als die Zuckerwatte. Also, Entschuldigung, Waldmeister. Soll noch Waldmeister schmecken und nicht nach Anis. Nein. Also, mit dem Liquid bin ich überhaupt nicht zufrieden. Buh. Also für Leute, die natürlich, sagen wir mal, Lakritz schmecken, also lieber dampfen mal, auch Kinder, auch essen, ne? Für den ist dieses Liquid wirklich gut. Das für den ist das wirklich gut. Da brauchen die auch nicht extra nach Lakritz zu suchen, extra speziell. Das können dann hier die Zuckerwatte Waldmeister nehmen. Keine Ahnung, ob das wirklich an dieser Charge-Nummer liegt, ob wirklich die Charge hier kaputt ist. Also, dass einer vielleicht umgedreht hat, so und so viel Milliliter oder Prozent so und so viel rein und so viel von Anis rein. Also, ne? Also hier ist definitiv Anis zu viel drin. Nee, also mir schmeckt das überhaupt nicht. Also ich bin kein Lakritzesser und mag das überhaupt nicht. Aber wenn ich schon wenn ich doch Zuckerwatte also kaufe, dann möchte ich, dass sie auch nach Zuckerwatte Waldmeister schmeckt und nicht voll nach Anis. Nee, also die Jungs wissen das natürlich anscheinend nicht. Ich werde den Jungs das mitteilen, dass das, ob sie es auch mal probieren sollen bei sich dort. Die haben ja sehr noch ein paar im Lager und dort und sollen das lieber probieren und aufpassen, dass es nicht Zuckerwatte Waldmeister ist. Nee, also definitiv nicht. Ich werde auch mal schauen, dass ich die Firma anschreibe und sagen, ja, habt ihr da irgendwie einen Fehler gemacht? Dass er, man kann ja, vielleicht kann man ja wirklich ein kleines Gewürz, minimal Anis reintun. Ich habe früher auch selber Liquid gemischt. Ja, ich habe aus dem Internet ein paar Liquidisationen rausgebracht und habe die Aromen auch zusammengemischt. Ich habe auch ein paar Kreationen gemacht, wie zum Beispiel grüner Pudding hieß das damals bei mir. Ja, ihr fragt euch jetzt, wieso grüner Pudding? Ja, ich habe einfach den sogenannten Fla, also so ein Pudding-Aroma mit Waldmeister zusammengemischt und habe dann eine Basis daraus geholt, dass eben dieser Pudding nach Waldmeister mitschmeckte. Aber auch Vanillepudding, ne? Also das, da hieß dann bei mir grüner oder schlechter Pudding sogar, hieß das, schlechter Pudding hieß der noch. Ich könnte den immer noch machen, weil ich ja immer noch früher die Rezepturen ja freigehalten habe. Aber dann schmeckt der auch nach Waldmeister-Pudding. Ja? Oder wenn ich jetzt hier Candy Watte oder von Pop, es gibt also diese Rainbow, was ist da, glaube ich, Candy, ja, das ist ja Zuckerwatte, oder? Und dann tue ich dann einen Schuss Waldmeister dabei, dann ist das ein besserer Geschmack als überhaupt Anis. Dann gehört da kein Anis rein. Also, nee. Das ist jetzt mal ein Liquid, was ich definitiv nicht
mag. Nee. Brr. Jungs, also ich werde es dem mitteilen. Nee, das muss ich machen. Gut. Ja, ich bin jetzt ein bisschen perplex. Also ich werde dieses definitiv nicht mehr kaufen. Ich werde sogar mal der Firma anschreiben. Ich möchte mal rausfinden, oder was da ist. Vielleicht haben die tatsächlich wirklich, wenn sie fragen, ich soll das denen zurückschicken, mal, dann schicke ich das auch denen zurück. Und um zu schauen, ob die ja wirklich dann merken, die es dann selber, vielleicht kriege ich ein neues Liquid. Weiß man ja nicht. Ne? Also wie gesagt, ich werde mir auf jeden Fall das nicht, ich sage jetzt mal ganz normal, wie die anderen auch, ihr auch, eigentlich nicht gefallen lassen. Wenn ich Zuckerwatte vom Waldmeister kaufe, dann möchte ich auch Waldmeister haben und nicht nur Andis schmecken. Gut, dann würde ich sagen, Cut hier. Und würde sagen, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten wieder einschaltet und vielleicht lieber am besten einen besseren Geschmack oder auch Gerät. Natürlich wird in der nächsten Zeit erstmal ein Gerät wieder sein. Und da wieder ein Liquid und im Moment mache ich ja so, ne, so ein Spring jetzt im Moment so. Und dann hoffe ich, habe ich dann besseres Geschmack wieder dabei. Da würde ich sagen, mit meinem Spruch, gut Dampf. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.